دوبس اين امه دوبس اين وحده دوبس في دي اين هايت نيم مال اين جيمسك سني نيشت اين سلفي اين جانس جيمسك سني ده فريدليش زاك فور اين يا علي بس باسير ده كوخت بس فور اين وحده است ده بس فور اين اين هايت ظروف تو وفور بس فور اين Für was für eine Einheit rufst du, wenn er nicht ab kann, wenn du ja Ali sagst? Und daran kann man die Menschen prüfen. Shaitan, Iblis, der hat auch gezittert, wo Allah Adam erschaffen hat. Wo Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat, kam diese Geist von Shaitan, diese Wut, dieser Hass. Der hat gezittert, der mochte ihn nicht. Und deswegen beugte er sich nicht nieder vor Adam. Weil er dachte, er ist besser als Shaitan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer möchte gerne Adam angucken, soll sich Ali angucken. Das war kein Gesang oder irgendeine Erzählung oder Poesie. Nein. Wer möchte Adam angucken, soll Ali angucken. Das heißt, willst du gerne sehen, wie Adam aussieht? Guck mal Ali an. Mit der Bedeutung auch. Jetzt sag mal Ali, Shaitan tanzt auch. Shaitan zittert auch. Wer Ali hasst, hat irgendwas von Shaitan. Hat irgendwas von Shaitan. Und das ist kein Zufall, dass Ali in Kaaba geboren wird, da wo die alle Menschen Sujud machen. Das ist kein Zufall. Adam müssen die Engel für ihn Sujud machen. Müssten sie. Shaitan sagt. Allah hat das befohlen, dass Ali, salamullah alayh, in Kaaba geboren wird. Alle Muslime, egal von welchem du bist, wenn du beten willst, musst du Sujud machen Richtung Kaaba. Machst du für Steine Sujud? Du machst für Allah Sujud. Aber Allah möchte gerne, dass du für ihn Sujud machst, durch denjenigen, der in den Kaaba geboren ist. Das hat er verlangt. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, in ihrem Büscher. Da waren ein paar Sahabe in Damaskus, sie kamen zurück. Und ein Sahabe hat Sujud bei Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gemacht. Abu Ayyub Ansari. Abu Ayyub Ansari. Er sagt, heb dich hoch. Er sagt, warum? Ich habe gesehen in Damaskus, dass sie auch ihre hoch angesehenen Menschen auch hier. Was hat er gesagt? Er hat nie gesagt, du bist Muschrik. Hat er nicht gesagt. Er sagt, wenn ich das befehlen würde, außer für Allah ein Sujud zu machen, dann hätte ich die Frauen ihren Männer befohlen, Sujud zu machen. Für ihre Männer. Verstehst du? Das heißt, er hat nie gesagt, du bist Muschrik. Du machst mich für mich Sujud. Nein. Sujud ist eine Art Respekt. Ist eine Art Verherrlichung. Und deswegen hat ein Prophet Sujud gemacht für einen anderen Prophet. Nämlich Yusuf, Jakub, salamullah alayhi. Vater von Yusuf macht Sujud für Yusuf. Was steht im Koran? Steht nicht geschrieben, dass die Sujud für Allah gemacht haben. Für Yusuf, alayhi salam, haben sie Sujud gemacht. Für Adam haben sie Sujud gemacht. Bedeutet nicht, dass ich ihn anbiete. Das heißt, der höchste Anbetung, Scheinanbetung, ist Sujud. Die höchste Anbetung. Sogar das ist nicht Schirk bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie kommen und sagen Schirk. Warum? Weil steht in dem Koran. Ihr sollt niemanden rufen außer Allah. Diese Verse sind für Mushrikin, nicht für uns. Sie sollen ein Hadith bringen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das werden sie nicht schaffen. Wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ein Sahabi gesagt hat, du bist Mushrik, weil du Sujud gemacht hast für Adam, oder du bist Mushrik, weil gab es auch welche, die für Adam a.s. Sujud gemacht haben, in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder du bist Mushrik, weil du mir Sujud gemacht hast. Nein, er hat nicht gesagt. Er hat gesagt, macht ihr Sujud für Allah subhanahu wa ta'ala. Die Malaika, die Engel, haben auch Sujud für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht, indem sie auch Sujud für Adam a.s. gemacht haben. Sie haben Adam nicht angebetet. Sie haben Allah zugehört, indem er gesagt hat, usjudu li Adam. Mach Sujud für Adam. So. Jetzt, er sagt uns nicht usjudu li Ali. Aber er lässt ihn drinnen geboren, da wo wir Sujud machen. Und seit wann ist ein Krankenhaus wichtiger als die Menschen, die drinnen geboren werden? Seit wann ist das Geburtsort wichtiger als der Gebürtige, der da drinnen geboren wird? Als ob das so wirklich sein sollte, dass der Anfang Kaaba gewesen ist, wo Adam a.s. mit den Stein gekommen ist, hat da die Fundamente von Kaaba festgelegt. Und das Ende mit Geburt von Imam Ali a.s. sein muss, dass Ali a.s. drinnen geboren wird. Und dass wir bis Qiyama, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala anbieten wollen, diese Richtung zielen und dorthin
in dieser Richtung dieses Sujud machen. Nee, man macht ja auch ihr Problem ist nicht Ali oder Hassan oder Hussein. Ihr Problem ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil Ali und Hassan und Hussein, ne, und Fatima sallallahu alaihi wasallam, alles das sind Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte selber, ana min Ali wa Ali minni, ana min Hassan wa Hussein minni, ana min Hussein wa Hussein minni, Fatima bid'atun minni, Fatima ist von mir, ich bin von Fatima. Hat er gesprochen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn ich nicht da bin, ich habe nicht geschafft, die 23 Jahre euch zu erzählen, alles, was ihr braucht. Das war schwierig unter euch. Nehmt ihr die Risala weiter von Ali, wenn ich nicht da bin. Nehmt ihr die Risala von Hassan und von Hussein. Deswegen sage ich, ich bin von Hussein und Hussein ist von mir. Wenn sie Hussein getötet haben, haben sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn sie Fatima alaihi salam, dessen Tag ist heute, wir treffen uns für ihre Ruhe, für ihre Seele. Von allen möglichen Ecken, die sich auf dieser Boden befinden, ne, kommen wir hierher von verschiedenen Nationalitäten. Und treffen wir uns für diese Frau, für Fatima, sallallahu alaihi. Soll die Menschheit gucken, die Rechte der Frauen bei uns, bei Al-Tashayyu, bei dem wahren Islam, sollen da gucken, was für Rechte hat eine Frau bei uns, dass wir Männer, ne, statt irgendwo in Diskotheken rumzutanzen oder irgendwo was zu dealen oder was, ich komme, wir hier sitzen, wie Hasen und hören wir die Geschichte von Fatima, sallallahu alaihi. Was ist das für eine Liebe, die nicht tödlich ist, die nicht tötbar ist, die nicht sterblich ist? Was ist das für eine Liebe? Das ist die Liebe, die zu Allah subhanahu wa ta'ala führt. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, was für Allah ist, wächst. Nicht stirbt. Was für Allah ist, wächst. Die sollen versuchen. Egal. Internet, Fernseher, sie haben 70, wie viel haben sie? 70 jetzt Kanäle, 70 hier Sendungen. Gezielt gegen Schiiten. Gezielt. 70 Stück. Und wir haben vielleicht 5, davon 4 rufen für Wahda. Rufen für Wahda. Das heißt, wir sind ein, wir sind kein Unterschied zwischen euch. Wie ist kein Unterschied? Wallahi, gibt es Unterschied mit Tawhid. Gibt es Unterschied in Nebuwa. Gibt es Unterschied in Ma'ad. Gibt es Unterschied in Ima. Alles. Also gibt es keine Einheit. Überhaupt nicht. Die Einheit, die einzige Einheit hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt. Er hat gesagt, ein Seil Gottes. Ein Seil. Koran sagt, wa'tasimu bihablillah, ein Seil. Hat nicht gesagt mehrere, jeder springt auf ein Seil und dann irgendwann treffen wir uns. Nein, ein Seil hängt von Himmel bis zu Boden. Ihr sollt euch daran halten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ja Ali, anta hablullah al-mamdud, anta hablullah al-mamdud, wa anta siratullah al-mustaqim. Du bist der Seil Gottes. Und das widerspricht sich nicht mit der Sunna. Sunna sagt, kitab Allah wa atrati ahla bayti. Er sagt auch, hablum mamdud min as-sama' ila al-ard. Im Sahih Muslim. Er sagt, ich hinterlasse euch einen Seil, der von Himmel bis zu Boden hängt. Bis zur Erde hängt. Das Buch Allah und meine Familie. Das heißt, Ali ist Hablullah. Wenn wir uns einigen wollen, wenn wir eine Einheit werden wollen, wenn wir wahre Muslime werden wollen, wir müssen diese Menschen einladen zu Ahlul Bayt alayhi salam. Zu dem, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sie eingeladen hat. Oder ihre Vorfahren. Rasulullah wollte erst Barmherzigkeit. Er gibt das Beste, was er hat, nämlich Hassan und Hussein, und sagt, nehmt euch diesen Mann, nehmt euch diese Imame, nehmt euch Fatima, salamullah alaihi, werdet ihr gerettet. Und Koran sagt in den Koran, Allah sagt in den Koran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Was euch der Prophet hervorbringt, sollt ihr nehmen, müsst ihr nehmen. Ne? Und was er euch verbietet, sollt ihr euch verbieten lassen. Was hat er uns gebracht? Was hat er übrig gelassen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Was hat er hinterlassen? Außer seine Familie. Weil der Koran nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laut Überlieferungen von Al-Sunna und Jama'a war nicht gebunden. War nicht zusammengefasst. Sie sagen, Osman ist gekommen, mashallah, wie lange? Mindestens waren 30 Jahre, kommt er und macht er den Koran zusammen. Das heißt, wie sollen wir uns an den Koran halten? Wenn er sagt, haltet euch an meine Familie, an das Buch Allah und den Koran, dann wissen wir sofort, der Koran befindet sich bei seiner Familie. Und Imam Ali a.s. hat er von vorne her den Koran gebunden. Von vorne her hat er den Koran in der Hand gehabt. Und daran müssen wir uns halten. Die können angreifen. Wir sind bereit. Wir haben, also bis jetzt, wir haben, alhamdulillah, immer gesagt, sucht euch das Thema aus. Das Thema, was ihr wollt. Was wollt ihr? Verfälschung des Koran? Wir haben nicht so viel Zeit gebraucht. Ein Tag war das. War fertig. Kommen Sie, was wollen Sie? Taqiyya, wollen Sie diese Turba? Was wollen Sie? Was gibt es dann, was bei Ihnen hakt?
Was? Sie haben unser Alama angegriffen, war alles Lüge. Haben wir festgestellt, das ist alles Lüge. Besseren Sieg als das gibt es nicht. Alhamdulillah, wir sind auf der wahren Weg, wir sind die gerettete Gruppe, wir sind die Gruppe, die... Guck mal, heute habe ich ein Hadith gelesen in Dakhair al-Uqba, Muhabbiddin al-Tabari. Was steht drin? Sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, meine Familie, mein Ahlul Bayt, salamallahu alaihim, sind bei mir auf meine gleiche Stelle in Qiyama. Und die sie lieben, sind mit uns. Das heißt, du bist mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Qiyama. Diese Qiyama ist nicht ein Spaziergang. Diese Qiyama, das Leben, was du gehabt hast, ein Tag davon wirst du gefragt, ein Tag, 70 Jahre, wie lange lebst du? 70 Jahre. Ein Tag stehst du für eine Sünde. Wirst du abgefragt, weswegen hast du die Sünde gemacht? Ein Tag, 70 Jahre, stehst du da für eine Sünde eingesperrt. Wie arm sind diese Menschen ohne die Schafa'a von Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wie arm, dass du da stehst, auf die Stelle des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam stehst du dort und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zakhar al-Uqba ist Schia übrigens, Zakhar al-Uqba ist Sunni. Und in seinem Buch steht geschrieben, dass die Schia von Ahl al-Bayt alaihi wasallam stehen bei mir auf meine Stelle, in Qiyama. Bitteschön, welcher Malik, dieser Engel, der vor der Hülle steht und die Menschen zu der Hülle führt, welcher Malik wird das schaffen, zu dir sagen, komm in die Hülle? Und du stehst bei Ali, du stehst bei Fatima, du stehst bei Hassan, du stehst bei Hussein. Diese Worte, die heute verteilt werden, die Worte, die heute gehört werden, die gesprochen werden, über Fatima, salamallahu alaihi, denkt nicht, dass Ruh von Fatima, alaihi salam, nicht existiert. Das ist wortwörtlich steht in dem Koran, ihr sollt sie nicht als tot betrachten oder als Sterbende betrachten, sondern die sind lebendig. Ahlul Bayt alaihi salam lieben. So. Das heißt, wenn du von Fatima alaihi salam redest heute, redet Fatima alaihi salam für dich im Qiyama. Redet für dich und sagt, oh Allah, verbrenn nicht dieses Herz, der mich geliebt hat. Verbrenn nicht diesen Körper, der diesen Herzen besitzen, die diese Herzen besitzen, die uns geliebt haben, Ahlul Bayt alaihi salam. Und Rasul Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, Fatima salamullah alaiha, hat er deswegen ihr diesen Namen gegeben. Fatima, allati taftum shi'ataha minan nar. Fatima ist diejenige, die ihre Shia vor dem Feuer schützt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, wenn Qiyama kommt, Fatima sucht euch aus, wie eine Taube die Körner, die guten Körner von den schlechten Körnern aussucht. So sucht euch Fatima salamullah alaiha aus, dass ihr recht. Fatima salamullah alaihi, als sie Ali alaihi salam geheiratet hat, Jibril salamullah alaihi, und ich sag euch, ich habe keine schiitische Quelle. Was ihr von mir hört, alles sunnitische Quelle. Jetzt, wenn da'if oder nicht da'if, das ist ihr Problem. Wenn da'if, nehmen wir unsere dazu, dann werden sie sahih, werden sie stark. Aber bleiben wir erstmal bei ihr da'if. Oder bei ihr nicht Hassan, oder bei ihr Gharib. Die stufen ihre Hadith, wie sie wollen, weil das für Ahlul Bayt alaihi salam spricht. Weil das für Ahlul Bayt alaihi salam spricht. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir ein Geschenk geschickt bei Jibril alaihi salam, zu Fatima sallallahu alaihi wasallam. Was für ein Geschenk? Sagt Kauthar, Haudul Kauthar. Dieses Becken in Paradies heißt Kauthar. Fatimas Gesicht war nicht zufrieden. Das lesen wir in Dakhair Yanabi al-Mawadda lil-Qunduz al-Hanafi. Dieses Buch heißt Yanabi al-Mawadda. Fatima war nicht zufrieden. Jibril salamullah alayhi fragt Muhammad sallallahu alayhi, ist sie nicht zufrieden? Sagt nein. Jibril geht und kommt wieder. Sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir 7 Becher gegeben, 7 Flüsse im Paradies gegeben. Als Heiratsgabe für Fatima salamullah. War nicht zufrieden. Gib dir Haud al-Kawthar, nicht zufrieden. Gib dir die Becher, gib dir die Flüsse, nicht zufrieden. Gibt er dir Paradies, alles nicht zufrieden. Fatima, salamallahu alaihi.